Pocoyo. Hallo! Lass mich raten, du willst mit dem Ball spielen. Pato, spielen. Nein, du hast keine Lust? Oh, komm, Pato, das macht doch Spaß. Wie es aussieht, möchte Pato wirklich nicht mit Pocoyo Ball spielen. Nun, was möchtest du denn machen, ha? Huh? Ah, verstehe, die Wippe. Aber wie wäre es denn, wenn du zuerst mit Pocoyo ein bisschen Ball spielen würdest und danach wippen? Oh, du willst nur wippen. Ah, hallo Elli. Spielen? Wie es scheint, hat Pocoyo doch endlich jemanden zum Spielen gefunden. Nun guck doch nicht so grimmig, Pato. Du kannst einfach hingehen und mitspielen, das weißt du doch. Nein. Du willst lieber hier sitzen und schmollen, ja? Das sieht nicht so aus, als ob du gerade sehr viel Spaß hast. Könnt ihr vielleicht Pato sagen, wie viele Leute man braucht, um zu wippen? Zwei. Man braucht zwei Leute. Das ist richtig. Der tiefere Sinn einer Wippe ist, dass man wirklich einen Freund braucht, damit sie funktioniert. Wie war das, Pato? Du sagst, du hast einen Freund? Den perfekten Freund? Wen? Aber, das ist eine Maschine. Verstehe. An diesem roten Knopf wird sie eingeschaltet. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Pato, die Maschine hat dich verdoppelt. Du hast wirklich den perfekten Freund gefunden, Pato. Einen, der genauso ist wie du. Oh je, ihr beide wollt mit demselben Ding spielen. Noch ein Pato? Was wollt ihr beide denn spielen? Scheinbar mag dieser Pato das sehr. Du hast ja recht. Diese Patos waren schließlich keine tollen Freunde für dich. Es könnte ja sein, dass dieser perfekt ist. Aha, Blumen gießen. Deine Lieblingsbeschäftigung. Dieser Pato mag das Blumengießen noch mehr als du. Du erzählst einen Witz, ja? Wunderbar. Oh. Obwohl, dieser Pato kannte ihn schon, Pato. Wie es aussieht, will dieser Pato deine andere Lieblingssendung sehen, Pato. Und wieder ein Pato. Oh je, der Doppelpato hat sich selbst verdoppelt. Pato, meinst du, dass diese Maschine dir wirklich dabei hilft, dein Problem zu lösen? Du sagst, alle diese anderen Patos sind eigensinnig. Sie alle wollen nur ihre eigenen Lieblingsspiele spielen. Oh je, vielleicht war diese Maschine doch nicht die allerbeste Idee.
Pocoyo, Ellie, Pato hat da also ein riesen kleines Problem. Kann vielleicht einer von euch Ellie und Pocoyo sagen, wo sie hinsehen müssen, um das Problem zu erkennen? Hinter euch! Dreht euch mal um! Patos! Überall Patos! Sie sind völlig außer Kontrolle! Was können wir machen? Denkt alle nach! Denkt! Wie? Du hast eine Idee? Oh, macht schnell! Oh, bitte schnell! Beeilt euch doch! Oh, die Maschine! Natürlich! Oje! Was meint ihr? Soll Pocoyo den roten Knopf drücken, um die Maschine auszuschalten? Ja! Drück den Knopf! So ist es doch schon viel besser. Spielen? Wie wunderbar! Gut, dass wir alle Freunde sind. Doppelt gut, dass wir uns alle irgendwie unterscheiden. Und was ist denn das? Oh nein! Bitte nicht! Macht's gut! Bis bald!